Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir dem Herrn gleich. Es ist mal wieder Rumble Time again. Jo Leute, wir schauen jetzt mal, wir kämpfen heute gegen Chicken Fight und haben 2000 Punkte Vorsprung aktuell. Oder hat einer der 1000 gegen uns geholt? 46 momentan bei denen aktiv gewesen. Bei uns auch 46. 2000 Punkte Vorsprung. Ich hoffe, dass ich jetzt nochmal einen Tausender raushaue. 3000 Punkte Vorsprung. Kann natürlich immer noch verloren werden dann, aber ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird. So, Slumpy Key von Chicken Fight. Ist der erste Gegner. Was habe ich hier jetzt natürlich? Ich sollte wirklich mal wenigstens eine Furzschule rausnehmen. Weil das ist ja jetzt also mit die schlechteste Konstellation, die ich mir überhaupt in irgendeiner Form vorstellen kann. Na gut, wir pushen jetzt hier mal einfach mit denen und dann gucken wir, was passiert. Die heilt sich ja eh selbst immer wieder hoch. So, jetzt wird nochmal gepusht, oder? Komm, jetzt mal hier, hier haben wir jetzt 21er Push. Wieder. So. Ach, macht er hier hinten? Das heißt, der käme jetzt hier erstmal nicht durch. Klar, der betrunkene Peter wird jetzt meinen Peter zerstören. Ja, und damit werde ich dieses Match hier verlieren. Gegen Slumpy Key. Also. Wir gehen jetzt mal ins Deck rein, weil das ist eine Situation, die ich in keinster Weise so nochmal haben will. Das ist unglaublich. Gleich das allererste Match, das ich verliere, weil ich die schwächsten Mythics plötzlich zur Auswahl habe. Und zwei Furzschulen für Hochbegabte. Da kommt Freude auf. Nehme ich jetzt raus. 29. So, also. Die raus, die raus. Jo, Leute, jetzt schauen wir mal. Meine Fußschule für Hochbegabte ist gut. Aber zwei Stück auf der Starthand sind quasi das verlorene Match dann. Machen wir weiter. Gehen wir ins nächste Match rein. Kann natürlich alles auch hier mal passieren. So. Jetzt gucken wir. 23 Minuten noch zu spielen. So, wen haben wir? Einen Genset. So, jetzt sieht die Sache schon ein bisschen anders da aus. Jetzt kann ich mit der Powerattacke Patriot Ale wenigstens mal starten, aber auch wieder fast nur jetzt Charakter. Ich spiele jetzt gleich den betrunkenen Peter, weil ein Mythic Bender da oben, den brauche ich nun beim besten Willen nicht. So, der ist jetzt auch weg. Jetzt habe ich Mind Julep. Und jetzt wird das Ding hier ziemlich klar. Gut, ich liebe Bier kommt jetzt leider nicht mehr dazu, noch zu heilen, aber wenigstens haben wir 91 Punkte geholt. Das ist jetzt oh, nicht das beste Ergebnis, aber besser als zu verlieren. Jo.
39.400, das heißt, wir haben immer noch 2.000 Punkte Vorsprung. Wir könnten betrunken im Clam spielen. Chefcat Binge ist natürlich mega, ne? Aber ich fange jetzt erstmal mit der Slewback an und dann gucken wir mal. Haben wir den da erforscht? Ja. Bobby ist natürlich auch nice. Aber Chefcat Binge macht einfach in der Regel alles kaputt. Ja. Und deswegen spiele ich den jetzt auch. Dann haben wir hier einen Shrimp-Dress. Heilt sich selbst wieder hoch. Sehr gut. Jetzt kommen wir noch mit dem Bender da hinten. Benderbräu. Was auch immer da jetzt passiert, der wird auch jetzt ganz gut heilen. Oder wir machen es anders da. Na gut, die Attacke ist bereits angekommen. Ne? Attacke ist bereits angekommen. Hier würden wir jetzt wenigstens nochmal runterkrippeln. Natürlich dummerweise nicht dort, wo es eigentlich hätte runterkrippeln sollen. Macht nichts. Das Match wird ja trotzdem gewonnen werden. Aber das werden auch wieder einige Punkte werden, die ich verliere. Regen. 87. So, noch 7 Matches zu spielen. Jetzt bauen wir erstmal den Vorsprung noch mal ein bisschen aus. 20 Minuten noch. So, Master L. Ja, und jetzt kommen wir mal endlich wieder mit den Klassikern. Tina, schlimme Tina. Und das reicht halt immer. Ne? Normalerweise. Nee. So, Begrüßungsmojitos. Und das war's gegen Master L. Das gibt eine glatte 100. First Hit. Das Thema ist durch. Zweihundert Punkte Unterschied. Gegen Boomtrick. So, jetzt haben wir hier auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Also auf den ersten Blick auf jeden Fall Bender, die beste Wahl auf den ersten Blick. Und auf den zweiten Blick ist Bender auch die beste Wahl. Ich habe zum einen die Möglichkeit, eben über den First Hit zu gehen. Und das mache ich jetzt auch. Dann habe ich gleich schon mal da oben Heat Packing Priest weg. Und dann kommen wir hier noch mit der Ailey. Und jetzt lassen wir mal überlegen. Nö, das machen wir auf keinen Fall. Das werden wir auch auf keinen Fall machen. Bitte. Wir werden jetzt einfach hier Nibbler auf dem Dach spielen, weil er nach vorne noch puncht. Ich will jetzt auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen, dass das eine 100 wird. Oder zumindest eine 99. Das ist so mein erklärtes Ziel. Lass mal schmecken hier. Mit dem kann ich ja auch noch dann heilen. Was mir auch dadurch gelingt. Ja, ist jetzt eh wurscht. Roger geht ab, kriegt auch noch seine Heilung von der Tina. Und dann haben wir 100. So, das sieht schon einmal sehr gut aus. Hm.
Ja, sie kämpfen, sie kämpfen, sie kämpfen. Wie viele kämpfen denn von denen jetzt hier? 47. Was wird nochmal eng werden, so wie ich das sehe? Kommt jetzt tatsächlich auf jeden Punkt an. Nubis. Nubis. So, Fahrtschool. Ja, Ayamona sollte eigentlich hier dann den Win bringen. Wenn wir auch gleich. Ein First Hit kriege ich ja mit keiner Combo jetzt hier hin. Das schaffe ich auf keinen Fall. Jetzt Ayamona. Wir müssen jetzt hier pushen. Wir müssen richtig aggressiv jetzt ranpushen. Jetzt, wenn wir das auch gewinnen damit. Ja. Hier wird jetzt nochmal nach vorne gepuncht. Jetzt hätte ich gerne irgendeine Möglichkeit für die Lila, die noch zu heilen. Diese Möglichkeit finde ich jetzt leider nicht. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist hier die Peggy noch zu spielen. Aber das wird jetzt nicht ganz reichen. 99 Punkte geholt. Noch vier Matches. Wow. Noch vier Matches und immer noch über 2000 Punkte Unterschied. Viertelstunde noch. So, da haben wir einen Peter. Da oben den Dr. Seuper kriege ich nicht klein. Die Powertucket Patriot Ale, mit der werde ich auf jeden Fall sehr viel Schaden verursachen bei ihm. Ja gut, klar. Bender. Und dann Stuffing Academy. Und dann werde ich mit der Fahrtschool Jimmy Junior von der Seite. Jetzt ist ja gut, jetzt haben wir. Ja, das reicht nicht ganz. Also wir waren jetzt hier. Da haben wir 22. Da haben wir 25 sogar. Jetzt hier mit dem Biegeschuleabschluss rangehen. Und jetzt muss ich tatsächlich von hier schon mal anfangen zu heilen. Davon brauchen wir eigentlich noch deutlich viel mehr. So. Bringt mir alles nichts. Bringt mir alles nichts, bringt mir alles nichts. Also machen wir hier noch den Stewie. Es wäre sogar noch fast besser, wenn hier mein betrunkener Peter draufgegangen wäre. Ist leider nicht der Fall. Stuffing Academy noch. Und das war's. Naja, gut, er hat noch ein paar Leben mit hinzubekommen. 93 habe ich jetzt hier mit rausholen können aus diesem Match. So, jetzt haben wir 2270 Punkte Unterschied. Robin L337. Naja, die ist noch nicht komplett erforscht. Bisschen ärgerlich. Ich schaue jetzt mir das Not Rocket an und das sollte in der Regel eigentlich reichen. Das sind 47. Wir haben hier kein Schild oder sowas von unserem, also von dem gegnerischen Charakter. Wir haben 47. Mind Julep is down.
So. Jetzt spielen wir als allernächstes mal den, wir könnten den Bobby spielen. Ja, das macht doch am meisten Sinn gerade. Bobby, dann haben wir nochmal. Ja, der hat jetzt hier siebenfach Bodyguard gehabt. So, aber mit I Love Beer sollte das Ganze eigentlich jetzt gleich wieder ganz gut aussehen. Powtucket Patriot Ale noch neben dran. Der Bender kommt leider nicht. Stewie. Okay. 96 Punkte geholt. Noch zwei. Und dann sind wir über 40k. Wenn ich die beiden jetzt nicht verliere, über 40k gegen Chicken Fight ist, glaube ich, ganz gut. Doughboy. So, und jetzt haben wir hier wieder mal Tina Tackle zur Auswahl. Mit Bodyguard und mit Gas. Wir haben Bakaneko Fighter Luis. More Forever und das war's. Also werde ich jetzt als erstes mal die Snot Rocket spielen, dann schauen wir mal, ob da irgendwas kommt, was ich gleich first hitten kann. Und das ist unter Umständen, na, hat 46, ne? Ich habe 43, da hat 46. Ich spiele jetzt trotzdem Christmas Punch-Out, weil er hat dann schon fast. Oh. Und erstmal Nibbler on the Roof spielen. Hier haben wir noch die Bombe mit dazu. Jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir durch. Wir haben es jetzt gepackt. Jetzt kann ich noch Mind Julep spielen. Hier vorne, Christmas Punch-Out heilt sich sowieso immer wieder. Jetzt kriegt er noch die, kommen noch die Fieberträume. Wir sind im Match drin. Das wird eine glatte 100 werden. Gegen Doughboy von Chicken Fight. Das war jetzt ein hartes Stück Arbeit. Aber wir haben es geschafft. So, wie viele Matches habe ich denn noch? Das ist eine Karte 100. Noch ein Match ist offen. Damit habe ich die 40. Oh! Yes, das ist Maria und Josef. Damit habe ich die 40k-Grenze auf jeden Fall überschritten. Mika 421. Ja, was machen wir hier? 18, 18, 19, 20 Bänder. Also ich denke, der Bänder ist jetzt aktuell erstmal die bessere Wahl. Es reicht nicht, um den Bender da oben jetzt down zu bekommen. Persönlich würde mir besser gefallen. Ah, die Non-Peggy, komm, das ist natürlich eine perfekte Kombo-Möglichkeit. Wir spielen erst den. Und danach kommen wir mit Non-Peggy. Und Non-Peggy wird jetzt hier dann da oben gleich komplett aufräumen. Da kann die Katz auch nichts mehr dagegen machen. Die kommt ja nicht wirklich. Ja gut, die kommt noch durch. Das ist schon so. Jetzt haben wir Begrüßungsmojitos. Ja, die Katz kann schon sehr ärgerlich sein. Aber
Jetzt kommt die auch nicht mehr durch. Das heißt, jetzt kann sie sich auch nicht mehr hocheilen. Was sehr gut ist. Ich spiele jetzt erstmal die Furzschwul, also die Fahrtschule Jimmy Junior. Auch noch mit zum Heilen. Dann die Tina. Naja, hätte ich eigentlich auch ein bisschen anders da spielen können, aber. Ja, komm, spielen jetzt noch die Snot Rocket. Jetzt ist es egal, die Tina hat jetzt seinen gar nichts gebracht. Ist wurscht. Noch eine 100. Das war jetzt ein ziemlich gutes Ergebnis zum Schluss noch. Ganz schön lange jetzt hier für die letzten Matches gebraucht. Naja. Schauen wir mal, wo wir jetzt gelandet sind. Wir haben jetzt. So. Oh, der Doughboy, der hat. Das ist der die glatte 1000 geholt hat gegen uns. Gegen den habe ich eine 100 geholt. Okay. Kann ich stolz drauf sein. So, 47 von denen. Bei uns. Cuddly mit einer Sensational 1000. Bounty 999. Dytronic 998. Ah, 988, Abdem 977, Junkhead 975, Tipicolada 972, Spider 972, Nutty Nate 970, Manubaya 968, Robert 966, Gecko Moria 964, Benita 960, Zardos 958, Exame 951, Sonja 939, Stromi 937, Manuel K 933, Tularis 917, Chris 903, Homer J 808, Eat Fresh Food, 874, Dutton, 873, Teklis, 870, Brownie, 859, Kingston, 856, Anska, 851, Topdas, 849, Jesse, 846, Lord Ado, 841, Mimo, 834, Michael, Apokalyptika, Dennis, der Pate, Art, The King, Alessio, Krankus, Sean G, Thomas Cookie, Il Guruo, der gleiche müsste ich bei 878 sein, ne? Hab ja die letzten zwei mit einer glatten 100 geholt. 878, also, Henny, Gamer Guy, Ulrike K. und der Oliver. Haben wir 47 aktive gehabt. Damit bin ich zufrieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.